Grüßt euch und herzlich willkommen hier zur ersten Folge von Pokémon Weiß. Träume, Hoffnungen, Entdeckungen, alles das wird uns hier erwarten. Mein Name ist Ultimate Ossi und ja, ich werde das ganze Spiel Let's Playen. Ich muss sagen, Pokémon habe ich angefangen mit ungefähr 5-6 Jahren. Bin von Gelb über alle möglichen Editionen übergegangen, bin dann bei Platin stecken geblieben, habe also Pokémon Weiß oder Schwarz überhaupt nicht gespielt, habe mich damit überhaupt auch nicht beschäftigt und deswegen lasse ich mich einfach komplett neu inspirieren, neu überraschen über, ja, von dem Spiel und da fangen wir dann gleich mal an. Es gibt nicht wie bei Pokémons Markt bestimmte Regeln, da ich das Spiel noch nicht kenne, ich lege einfach drauf los. Und hoffe einfach, dass wir das Abenteuer Pokémon Weiß gut überstehen werden. Im Oktober kommt dann natürlich auch Pokémon Schwarz oder Weiß 2 raus auf Nintendo 3DS. Das wird wahrscheinlich sehr schwierig zu Let's Playen sein. Und ja, wir starten einfach das Spiel und drücken einfach mal Start. Go! Neues Spiel. Werden wir natürlich anfangen und, oh, eine Professorin. Hallo, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Okay. Jetzt wirft sie wahrscheinlich, ja. Zack. Hübsches Wesen, eine Art Maus anscheinend. Na hallo. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Das ist natürlich wirklich schon der Standardsatz am Anfang eines Pokémon-Spiels. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man ihnen beinahe überall und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Um das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Erforschung der Pokémon gewidmet. Aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Tja, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja, ich werde diesmal ein Mädchen spielen, weil ich bei Pokémon Smaragd schon ein Junge war. Aha, ein Mädchen bist du also. Ja, außerdem mag ich Mädchen. Kleine, süße Mädchen. Nein, war ein Spaß. Habe ich das richtig verstanden? Okay, ja, ihr habt das richtig verstanden. Natürlich. Jetzt wüsste ich noch gern, wie du heißt. Verrate mir doch bitte deinen Namen. So, wir nennen uns. Wie nennen wir uns denn? Am besten, ja, warum nicht einfach mal mit K beginnen? Mit I weitermachen? Und mit M aufhören. Wir nennen uns einfach Kim. Und dann werden wir schon, denke ich mal, damit ganz gut auseinandersetzen. Kim heißt du also. Ist das richtig? Ja, natürlich. Treuen Weggefährten vorstellen. Ihr seid ein unzertrennliches Gespann. Oh Gott. Nein, Shireen. Oh, ja, mürrisch. Belle. Also, drei. Jeden von euch eins meiner kostbaren Pokémon schenken. Ach so. Dürfen wir jetzt schon wahrscheinlich entscheiden, oder was? Denn ganz persönlich auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen Auffassungen teilen wie du. Ich hoffe, es gelingt dir, durch diese Begegnung herauszufinden, was für dich im Leben wichtig ist und was nicht. Ich sehe, du verstehst mich. Das große Ziel deiner Reise sollte es sein, über den Umgang mit Menschen und Pokémon reifer zu werden und innerlich zu wachsen. So, aber jetzt mal los, jetzt geht's los, jetzt stürzen wir uns ins Getummel, jetzt geht's los in die Welt der Pokémon. Es ist Herbst, anscheinend gibt's wahrscheinlich jetzt Jahreszeiten. Klingt gut und die Grafik sieht ziemlich gut aus. Game Freak präsentiert. Oh, die Musik ist so übelst schön. Guck mal, wie die wandern.
Pokémon Weiße Edition. Oh, die Musik ist echt, oh, klasse. Jetzt sind wir hier in unserem Haus, oder was? Na los, jetzt geht's los. Oh, alles ziemlich langsam. Ich werde in der nächsten Folge mal versuchen, das alles schnell zu machen. Kim! Da ist ja unser Shireen. Ja, ich denke, das wird ein Schwuler. Shireen ist schwul. Kim, Professor Esche hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Wo Bell nur wieder bleibt. Ich denke, unsere Bell wird... Ich denke, unser Bell ist ja eine kleine Prinzessin. Deswegen auch die Stimme eines Mannsweibs, ne? Bin schon wieder zu spät. Entschuldigt bitte. Also wirklich, Bell, dass du alles gern etwas gemächlicher angehst, ist für uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute wir doch unsere Pokémon bekommen sollen? Ja, Du hast ja recht, es tut mir wirklich leid, ihr beiden. Ja, du bist einfach träumerisch. Und was sind die Pokémon nun? Professor Escher hat sie hierher gebracht, Tim. Also steht dir das auch recht zu, dir zuerst eins auszusuchen. Oh, das ist nur gerecht. Ja, in diesem Geschenkpaket warten die Pokémon schon auf uns. Na los, Kim, trau dich schon und schau nach, was drin ist. Ich kann's kaum noch erwarten. Und da gehen wir jetzt mal rein. Oh, ich bin übelst gespannt. Kim öffnet das Geschenkpaket. Aha. Zusammen mit diesem Brief habe ich dir drei Pokémon geschickt. Rufe deine Freunde herbei und sucht euch die ein Pokémon aus, ohne zu streiten. Alles Gute und beste Grüße. Ah, sozusagen kriegen wir jetzt gleich am Anfang unser Pokémon. Sind drei Stück. Wähle dein Pokémon aus. Okay, welches aber? Feuer-Pokémon, Floink, okay. Utaro, Serpifö. Als Serpifö fällt aus. Wir hatten ja schon letztens ein Wasser-Pokémon bei Smaragd. Also entweder Feuer oder Wasser. Oh, das sieht süß aus. Wasser. Ich nehme Wasser. Otaro, bist du mit diesem Pokémon einverstanden? Ja! Yeah! Pokémon! Wir kriegen unser erstes! Geil! Übst schön. Ich dachte, wir müssen was machen. Vor allem haben wir den übelsten Flachfernseher dort in unserer Wohnung. Ist ja Weltklasse. Also ich nehme dieses Pokémon und Shireen bekommt das da, okay? Wieso entscheidest du, welches Pokémon ich bekomme? Was soll's? Ich wollte sowieso von Anfang an Serpifö haben. Ja, Pflanze ist ja auch schwul, du Spaß. Mensch, du. So, nur ein erster Pokémon ausgewählt. Und jetzt? Ich hab's! Es ist Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen! Hör mal, Bell, die Pokémon sind zwar noch schwach, aber trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, das geht schon in Ordnung! Was können die drei schon anrichten? Irgendwann müssen wir mal anfangen zu kämpfen. Oder habe ich da etwa Unrecht? Also, Kim, lass uns mit dem Pokémon-Kampf beginnen! Jetzt gucken wir uns an, wie. Sieht gut aus, die Animation. Und da gucken wir mal gleich, wie die komplette Kampfanimation aussieht. 3D. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Bell. Also wird sie wahrscheinlich mit Floink anfangen. Genau so ist es. Zack. Und da ist Floink. Die Animation ist aber ganz schön cool. Werfen wir sogar noch den Bälle hoch. Und da ist er. Otaro, Chuck, los, Kampf, Tackle-Attacke, los, Floink setzt Tackle ein, na los, probier's doch, passiert gar nichts, scheiße, ja, ich tue ganz sehr dein Pokémon weh, gleich geht's weiter mit Tackle. Und das soll eine Tackle einsetzen, ne? Sonst sterbe ich ja hier noch. Ach ne, ich setze Tackle ein. Jawohl, ein Volltreffer. Guten Schlag.
kann gar nicht. Das kann doch gar nicht, dieses Floink. Was mache ich denn jetzt, hä? Ach so, das ist Verteidigung von Utarasen. Nach dem Kampf werden wir dann erstmal, ja, die erste Folge beenden, ne? Es geht hier drum, ja, ich werde versuchen, das Spiel, ja, die Spielgeschwindigkeit etwas höher zu stellen, weil es geht doch relativ langsam. Aber wir haben unseren ersten Kampf gewonnen. Otterall, 43 Erfahrungspunkte und wir erreichen noch nicht ganz Level 6. Dein und mein Pokémon haben beides ihr Bestes gegeben. Wir gewinnen 500 Pocket Dollar. Das hört sich doch gut an. Oh mein Gott! Jetzt müssen wir uns noch ganz kurz angucken, was hier los ist. Oh mein Gott. Wow, Kim, du scheinst das Zeug zu einem großartigen Dringer zu haben. Ich habe da so eine Vorahnung. Also wirklich? Bell, jetzt schau dir doch mal bloß einmal das Zimmer an. Ja, und damit verabschiede ich mich. Ups, doch nicht? Was ist denn hier passiert? Das ist ja wie bei Ambers oder am Sofa. Die Pokémon sind unglaublich, wo sie doch noch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich ein Pokémon bekommen habe. Du bist jetzt doch nicht wütend, Kim, oder? Nein, wir sind nicht wütend, wir haben noch einen schwulen Freund. Bell, bei dir sind echt Hopfen und Malz verloren. Sei so gut und lass mich jetzt dein verletztes Pokémon aufpäppeln. Oh, der hält erstmal. Ich mein's auch. Sehr gut. Genau, hau ab. Hey, Sharon, willst du den Pokémon im Kampf testen? Wer so gut über Pokémon Bescheid weiß wie du, ist bestimmt auch nicht so ein heilloses Durcheinanderwesen wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, ja, da muss ich dir zustimmen. Viel schlimmer werde ich das Zimmer ja auch wohl kaum zurichten können. Wäre es nur fair, wenn ich mir auch mal so einen Kampf gönne. Damit steht unser allererster Kampf. Spürst du auch den Nervenkitzel? Und damit verabschiede ich mich. 12 Minuten sind jetzt rum. Wir werden natürlich sehen, ob wir gegen unseren schwulen Freund gewinnen werden. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich bin da guten Endes. Ich bin raus. Wir sehen uns zum nächsten, ja, zur nächsten Folge. Ciao, euer Ultimate aus hier.